und ich werde mich bei Ihnen anbiedern. Bitte! Nicht beim ZDF! Ich hätte Chance hier bei ZDF Neo. Ja, ich bin schon zufrieden mit ZDF Neo. Ja, ran da, ran da. Hast du auch künstliche Brüste? Wie sieht's bei dir in der Auswahl, wenn du gefesselt wirst im Bett? Ich bin in diesem Jahr wahnsinnig moderatorenloyal geworden. So. Ja, wir gehen mal raus. Denn. Zuschauer von NR Vision. Ja, ihr habt es richtig gehört. Wir heißen jetzt NR Vision und nicht mehr TV-Lernsender NRW. Stimmt. Bist du zufrieden? Nimmst du die Wahl an? Nee, ich nehme die Wahl nicht an. Warum nicht? Ich habe für Kalido TV gestimmt. Ich habe ganz vehement für Kalido TV gestimmt, weil NR Vision klingt total nach Staatsfernsehen. Entschuldigung, aber es ist eine demokratische Wahl und insofern erkennen wir es an. Kalido, es hört sich an wie Eis. Ja, Langnese. Hallo, ja, willkommen von Kalido TV. Oh, Eis mag ich auch sehr gerne. Aber es geht doch ums Wohlfühlen, weißt du? Es soll doch ein Genuss sein. Kalido, Genuss, Viva, Lebensgefühl, Wohlfühlen. Den Alter, sag, lass mal raten, ja? Du hast den Beitrag eingereicht. Nein. Wenn ich den eingereicht hätte, würde das eine Querblick heißen. Wir schauen anders auf die Welt. Hey, ein guter Werbespruch. Du sollst zum Fernsehen. Ich bin beim Fernsehen. Marc. Ist das nicht nervig? Alle wollen sie fotografieren. Ja, ich habe ja auch teuer dafür bezahlt, dass das endlich mal der Fall ist. Super. Du hast wenigstens hier ein bisschen... Hallo, der Bundesmoderator. Schon mal von gehört. Das fand ich gerade unfassbar. Was so denn? Angekündigt, der Bundesmoderator. Gut, den habe ich gut im Griff, ne? Der Herr Steinbrecher. Wird man gewählt oder wird man bestimmt oder ist das qua Geburt? Nee, das Problem war, ich habe mich beim ZDF beworben und sie haben mich dann abgelehnt, weil Angela Merkel sich da schon beworben hatte und... Angela Merkel hat sich beim ZDF beworben. Ja, und deswegen wollten mich eigentlich nehmen, aber dann haben die mich doch abgelehnt und dann hat der Steinbrecher gesagt, komm, geh mal im Lernsender und... Was musstest du dafür tun? Mit Petra Gerster schlafen. Ja, das ist eine Herausforderung. Ich dachte, drei oben, drei unten. Zum Beispiel, genau. Dafür gibt es einen Schein bestimmt, oder? Hallo, mein Fan. Hi, ihr dreht gerade. Mit ihr, wie auch immer, wir drehen gerade. Komm, das Witzige, wir gehen jetzt auf seine private Couch. Das ist nicht Wahnsinn. Finde ich total toll, die hätte ich gerne gehabt. Aber die aussieht voll verknüttelt. Das ist echt keine Sitzcouch. Man braucht echt diese, man braucht diese Kissen hin. Da hat ja hier noch so ein Zwischenteil rum. Und der Vorteil ist nämlich, wenn du das Teil dazwischen schiebst, es gibt doch diese Couch und da hast du irgendwie so einen Bock davor, legst die Beine und das rutscht aber immer nach vorne. Und wenn das Ding hier drin ist, dann sitzt das und dann ist das wie so eine Landschaft, ne? Wir haben sie dafür bezahlt, das ist cool. Das ist cool, das haben sie mindestens schon 5.000 bezahlt. Lange nicht die Hälfte. Ich bin in diesem Jahr wahnsinnig moderatorenloyal geworden, weil ich plötzlich wusste, wie es sich anfühlt, wenn man angezogen wird und aussieht wie Doro Pesch. Stimmt. Habe ich manchmal bei mir auch, ja? Hast du auch künstliche Brüste? Die habe ich nämlich bekommen. Ich habe künstliche Brüste bekommen und ich habe eine Bauchdecke. Du hast künstliche Brüste? Nein. Bekommen. So Plastikteile so. Kriegst du dann da rein. Ohne Scheiß. Ja. Ich meine, da zwingt dich keiner zu, aber es reden 5 Leute auf dich ein. Das ist viel besser. Und dann stehst du da plötzlich mit so einem Vorbau und denkst, Alter. Das geht gar nicht. Oder gut war beim Echo die Bauch-weg-Bein-weg-Buchse. Wieso? Unter einem Kleid hatte ich eine enge Hose an, die so bis hier ging und so. Und die sollte mich insgesamt schlanker machen. Du bist ja auch sehr dick, muss man ja sagen. Ja, ne? Ich bin schon sehr fett fürs Wo geht Fernsehen. Das da überhaupt beim Fernsehen hin? So ein bisschen wie Wasserbett auch. Vor allem, man muss ja auch erklären, warum sitzen wir beide jetzt im Bett? Ja, bei der anderen Moderation. Das lag eindeutig an Marc Janssen, weil der hat noch was Spezielles vor. Ist Marc Janssen? Kenn ich gar nicht. Ach so. Sehr schön, dass du auch mich anonym hältst hier. Nee, aber gut, das ist ein Bett, da macht man so eine Sendung hier beim Lernsender, ehemals Lernsender. Jetzt. Machst du auch Fesselspiele? Manni Breukmann saß ja eben hier schon. Ich mache gerne Fesselspiele, ich stehe da drauf. Komm, fessel dich doch mal ran. Wie sieht's bei dir in der Auswahl, wenn du gefesselt wirst im Bett? Ach nee, Moment, wir korrigieren. Du bist aber mehr das passive Stück von, oder? Ich hätte Chance hier bei ZDF Neo. Ja, ich bin schon zufrieden mit ZDF Neo. Ja, ran da, ran da. Bin ich gleich schon dran, ja. Elmar Thewissen ist da, stellvertretender Chefredakteur vom ZDF immerhin. Ja. Und du bist ja ein offensiver Typ. Einfach ran. Ich habe doch eben gesagt, Sie suchen noch neue Moderatoren bzw. Formate. Ja, Moderatoren kann man jetzt suchen. Und ich werde mich bei Ihnen anbiedern. Bitte! Nicht beim ZDF! Ich kann nicht nur hier bleiben! ZDF! ZDF! Ich liebe Sie! Ich gucke jede Sendung von Ihnen. Von Tagesschau bis Zimmerfrei. Sendeschema auf. Von Dienstags morgens bis Dienstagsabend. Kann ich ganz einfach. Morgenmagazin, volle Kanne, Susanne. Hey, gut. Und was gibt's noch? Reich und schäbig. Welches soll man streichen?
Reich und schäbig. Reich und schäbig, okay. Machen Sie mit, komm ich ja, das ist der passende Ersatz dafür, ja, wunderbar. Machen Sie das, macht sich reich, nicht aber schön. Oder? Reich und schön bin ich natürlich, ja. Naja. Offensiv bin ich, ja. Er ist offensiv. Ist ach, offensiv. Und das ist doch das Gute. Unser Bundesmoderator. Hey, und ihr werdet nicht glauben, ja, gerade kommt der Herr Steini zu mir hin und möchte mit mir ein Foto haben. Ich gehe nicht hin. Normalerweise gehe ich nach ihm hin, ja, und sage, bitte mit mir ein Foto. Aber der Lernsender ohne Bundesmoderator geht eben nicht. Das ist gut. Ich schleim jetzt nicht, aber so ist das. Das ist wirklich so. Ohne, ja, ohne, und die Seltzer Fenster natürlich nicht zu vergessen. Die dürfen auch, Fenster auch super. Ne? Ihr macht das ja auch schon 100 Jahre, euer Format. Und wir sind ja eigentlich fleißige Zuschauer. Es sind eigentlich 120 Jahre, ich muss ein bisschen korrigieren. Er ist immer so freundlich, er lächelt immer. Ja, das finde ich, das ja, ist toll, das ist wie zum ja, Lernen. Ich natürlich anders. Das kann doch nicht böse sein. Ja. Und ich habe mal, Sie waren ja. Müssen wir meine Frau fragen. Ja. Achtung, Scheiße, ihr Manipulation, die HipTV übernimmt, ja? Das ist ja, hallo. Ich hab doch selber. Ist ja geil. Weißt du, wenn du keinem mehr was hinhalten musst? Komm, nee. Ich möchte das kurz aufklären, ich bin nicht mit dem Bundesmoderator liiert. Ich bin nicht mit dem Bundesmoderator liiert, auch wenn ich Bundesfalk heiße. Ich finde ihn trotzdem toll. Ich bin mit Sascha Heiner liiert. Immer noch? Immer noch, mein heimischer Fan und Verehrer. Oh, komm, mit dem Arm. Ja, Benedikt von NRVision. Richtig. Und jetzt kommt der Flachwitz der Woche. Ta-ta-ta-ta, Fanfaren. Hat ist ein Keks unterm Baum? Baumkuchen, ich weiß es nicht. Schattiges Plätzchen. Oh, den hatten wir, glaube ich, aber den sind wir auch schon. Das war aber ein scheiß Flachwitz, den haben wir schon gehabt, nochmal neu. Ah, ja. Ich habe gesagt, ich habe einen. Hast du nicht gesagt zwei? Nee. Treffen sich zwei Antennen bei der Hochzeit. Da sagt die eine, das Buffet war scheiße, aber der Empfang war super. Oh. Da habe ich dir mit dem Mond schon erzählt das letzte Mal. Nein, erzähl nochmal. Treffen sich zwei Kumpel, ne? Sagt der eine, boah, geil, ey, wie geht's dir? Und so sagt der andere, boah, super, ich war jetzt auf dem ersten Restaurant auf dem Mond. Fragt der eine, und wie war's? Essen war super, aber irgendwie keine Atmosphäre. Oh! Oh! Du Heilige! Oh, guck mal! So, wir verlassen das Studio. Das TipTV, die machen hier wieder Randale, ja? Einmal wischen. Einmal wischen. Einmal Arsch und Scheiße. Einmal die Arschbehaarung, bitte vor dem Herrn. Zum Abwischen, also. Neue Sender direkt wieder. Na, komm, wir gehen mal raus. Ja, wir gehen mal raus. Denn. Das sind volle Gläser. Die Korngläser von der Westermann. Das war übrigens alles der Kameramann. Ja, klar. Oh, guck mal hier. Guck mal hier, der Köchner aussieht auf dem Inkontinent. Wir waren ja früher Fliesenleger. Richtig, Fliesenlegermeister. Meister sogar. Und wie sind die denn zum Fernsehen gekommen? Oh, jetzt kommt die Kurzfassung. Nicht die lange, weil die ist immer sehr lang. Die haben wir schon tausendmal gehört beim Lernsender. Sie wurden angesprochen von ihrem Kollegen, den Herrn Deppe. Und weil er hatte früher die 57-Jahr-Feier von irgendwie Salzkotten irgendwo, hat er einen Film gemacht. Alles, ja. Ja, und dann zwei Jahre später sind sie zugestoßen. So. Ich weiß ja, alles über euch. Ja, er weiß alles. Fans eben. Ja, ja. Herr Deppe ist der Aufreißer bei uns gewesen. Er hat uns also angeworben und. Angefixt. Er hat uns angefüttert, ja. Angefüttert. Das ist der sogenannte Herr Deppe, ja. Ne? Das Urgestein. Das Urgestein. Die graue Eminenz, sagen meine Kollegen. So, ja. Macht immer schön her. Also. Der Herr Deppe muss natürlich hier drauf. Die sind ja eigentlich alle hier beim Seltzerfenster tätig, ne, Olli? Guck mal, den kennen wir ja auch. Das ist der Doktor, Dr. Henry Meyer. Ja, Temperatur, Verdauung, ist alles in Ordnung? Gut, muss ich mir Sorgen machen. Ich hab festen Stuhl und jeden Tag wird geschissen. So. Da wir ja Staatsfernsehen sind, ja, ist ja. Bundesmoderator schon mal eine gute Voraussetzung. Ist gut, ne? Ja. Das würde ich sehr gerne machen bei Ihnen. Ja. Sind Sie mit Hammelsprung gewählt oder so? Nicht Hammelsprung nicht, aber ich habe dann irgendwie ein bisschen mit die Wahl manipuliert. Ja? Ich habe dann mal die Kästen aufgemacht, habe dann ein bisschen so korrigiert. Aber Sie sind praktisch gegen den Trend, weil in diesem Jahr sind ja alle eher zurückgetreten. Sie sind mehr angetreten, nicht zurück. Ja, weil mehr angetreten bin ich, das ist gut, das ist nicht schlecht. Bist du ready? Wir feiern heute. Wir feiern jetzt NRVision. Bist du zufrieden? Yay. Ja, total. Super. Du bist schon ein kleines Dreckstück, haben wir mitbekommen hier im Bett. Ne? Du hast ja schon so intime Fragen. Hast du denn? Na okay, der Befragte, wie hieß der nochmal? Manni Breukmann. Der kennt dich, den großen Manni Breukmann. Ja, ich kannte ihn jetzt wirklich nicht. Aber egal. Er hat gesagt, er steht so auf feste Spiele. Theoretisch hast du ihm den Mund reingelegt. Ja. Und ich muss dir noch was sagen, liebe Lernsenderfreunde, ehemals Lernsenderfreunde, jetzt NRW-Vision-Freunde. Ich war von dir ein Fan und bin von dir ein Fan, weil so einfach ist das. Das war die Frau in der Straßenbahn und du warst dann auch fast überfahren am Zebrastreifen. Die Haarbahn. An der Uni hier. Aha. Nicht Straßenbahn. Hast du schon was getrunken? Du riechst schon nach Alkohol. Ich hast du schon zugesoffen? Ich habe einen Schluck Weißwein getrunken. Ah, du leidest aber schon. Du leidest aber schon ein bisschen. Und vorher habe ich schon. Nein. Wetten hier drauf gewichst. Warst du das wieder, Falk?
Marc, das war vorhin sehr schön mit dir. Der Michi Steinbrecher, habe ich eben gesehen. Der Michi Steinbrecher. Wie findet ihr den Namen eigentlich? In der Wichse. Wie darf ist ich der das hier eigentlich? Sagen? Neben mir. Ist ja geil, die Wichse. Das ist ja cool, das ist ja richtig geil. Willkommen bei Querblick TV. Genau. Nee, wir outen uns jetzt alle. Er ist heterosexuell und wir sind schwul. Transident. Er ist transident. Nein, ich bin Musident. Und was bist du? Inkonsequent. Und inkontinent. Manchmal wünscht sich der Marc, er wäre transparent. Ah, nee, transparent bin ich leider nicht, ja. Transparent. Ich dachte, wir kriegen jetzt hier eine Piepshow. Nein, da ist die Fülle für zu viel. Ich habe eben schon daran gerochen, mach mal. Du hast eben reingefurzt. Wie meinst du das, so jetzt philosophisch? Ja. Oder? Wieso hast du eigentlich so ein geiles Schild und ich nicht? Ja, weil ich wichtig bin. Das ist wie so eine ausgewiesene Weihnachtsgans. Weißt du, da weißt du, was drinsteckt. Herr Malta, wieso hat... Herr Malta! Wieso hat der Herr Jansen ein Namensschild und ich nicht? Ich hab auch ein Namensschild, ne? Wir senden nicht mehr beim... Oh, hast du das gehört? Hau dir mal sofort. Er hat gesagt, weil der Herr Jansen ohne Schild keiner erkennt. Guck mal hier, Viola! Das Radiogesicht! Wie? Fernsehgesicht. Ich wollte doch gerade sagen hier. Votest du eigentlich auch hier beim Medienbürgerpreis mit? Und für wen vor allen Dingen? Natürlich vote ich, aber das sage ich jetzt nicht. Nicht für HipTV? Das sage ich nicht. Die Schweine haben es nämlich nicht verdient. Die Schweine, die machen nämlich nur Terz, die Schweine hier. Guck mal, hier kommt ja nämlich der Janosch. Die Viola hat auch ein Schild. Ja, die Viola hat ein Schild. Keins. Der hat kein Schild. Film auf die Brüste, genau. Nochmal. Wir sind ja vom Fernsehen, wir dürfen ja alles. Recht, ja. Das ist der Herr Malta, ganz wichtig. Wenn man beim Lernsender oder Enervision jetzt ist, ist der Herr Malta immer wichtig, ja? Er gibt uns Chancen. Schönes Zitat. Hallo. Ich bin ungern im Gespräch. Wir Wenn sind der stolz. Moderator kommt, dann ist alles andere. Dann ist Schicht im Schacht. Und HipTV noch dabei. Komm, HipTV, ja? Jetzt hast du dem Stefan gerade eine Bekanntschaft von heute Abend kaputt gemacht für den Abend. Ja, er sagt auch heimlich, Gott sei Dank. Ja. Nein. Wenn der Bundesmoderator kommt, hat er nichts anderes Vorrang. Das ist doch klar. Ich hätte ja ein bisschen losgeschrien, ja? Wir heißen ja jetzt so, wie ich es gerne hätte. Ja. Enervision. Wie zufrieden bist du denn? Sehr gut. Ich bin sehr zufrieden mit dem Lernsender und mit Enervision sind wir total. Lernsender. Im Werbeslogan schon. Enervision, der TV-Lernsender für Nordrhein-Westfalen. Komm her, jetzt frag doch mal was nachfragen. Herr Malta. Der Herr Jansen. Zwei Comedy-Granaten irgendwie. Der Herr Jansen hat in seiner Butze ein Namensschild. Ja. Wo ist Mainz? Du müsstest, wenn, dann liegt das da drüben. Nee, Mainz ist in der Nähe von Frankfurt. Bombe. Bombe. Bombe, oder? Hätten wir jetzt hier das Konfetti? Hey! Wo ist denn Mainz? Mainz, wer singt und lacht? Ja, gibt es auch diesen Scherz mit der Fernsehansage, die gesagt hat, sie sahen, da kam vorher ein Spielfilm, das Loch, sahen das Loch und jetzt sehen sie Mainz, wie es singt und lacht. Da kenne ich auch noch einen. Zwei Nutten gehen durch die Stadt, sagt die eine, boah, Mainz ist so ein Dreckloch, sagt die eine, Mainz auch. Oder? Ja, ist auch schon alt, genau. Was ist es denn jetzt? Jedes Mal ich auf diese Scheiße war. Ja. Kennst du den Eierteufel? Nein, ich gehe. Reutmann hat eben was gesagt zum Thema Hand aufs Knie. Das war bei dir gerade genau der Gedanke. Du kannst froh sein, dass es das Knie war, ne? Kalmund bei ihm. Kalmund, hast du Kalmund mal gehabt? Ich weiß es noch nicht. Komm, der Kameramann darf auch mal. Ausnahmsweise sind ja gnädig. Die Kameramänner dürfen ja auch mal ins Bild. Gibt's schon Dessert? Es gibt Dessert. Oh, Los, Marc, es gibt Dessert, komm. Deine Zeit ist angebrochen. Es gibt Wüste. Desert. So. Hat da jemand rein ejakuliert? Das ist weißer Hund. Nee, Quatsch. Schwarzer Hund. Nee, warte mal. Hund auf weißer Mousse-Schokolade, irgendwie so. Kalter Hund, ich hab's! Kalter Hund auf weißer Mousse. In Ostdeutschland sagt man kalter Köter. In Ostdeutschland. Hallo, liebe Ostdeutschen. Falls ihr mal das Programm hier gucken solltet, wovon wir jetzt nicht mehr wissen, wie das heißt, sondern hier... Enervision. Genau, das ist ein Trailer für die Enervision. Ich find's gut, aber... Ich find's gut, das meine ich nicht. Ich hab auch für gewotet. Auch das mit den Farben, also mit dem und Schwarz und neue. Grau. Vorhin haben eine ganz neue On-Air-Grafik genommen, ja. Die das haben ja nicht die Kritik daran. Warum gibt's da keine neue Grafik? Weil da kein Geld für da ist. Und die Kreativen fehlen, weil der Bundesmoderator... Marc, weil du letzten Monat wieder nicht genug Kunden gehabt hast. So läuft das. Ja, schon einen Buchstaben für zwei nehmen, weil das Geld nicht gereicht hat. Genau. Und nur für die Farbe, aber da war es schon zu Ende. Genau, und die hatten uns ja nicht da. Was? Fühlt euch jetzt angepisst? Ihr müsst auch mal Kritik abkönnen. Wie die Seltzerfenster. Die können auch Kritik abhaben müssen, tun sein sollen. Und ihr verjüngt euch ja drastisch jetzt mit zwei netten Damen und einem Herrn. Und immer. Wir wollen noch mehr junge Damen haben. Die machen Aufruf. Ja, Aufruf. Ja, hallo. Sie willen los, hallo. Wer bei uns mitmachen will, auch junge Leute, junge Mädchen, können bei uns gerne mitmachen. Voraussetzung? Körbchengröße C.
damit er was zu grabbeln hat bei der Weihnachtsfeier. Nein, nein, so schlimm ist es nicht. Okay. Ja. Hörte sich so ein bisschen nach Lustkreis an. Wir nehmen aber auch Jungs, also so ist es nicht. Ja. Seid ihr flexibel, hä? Ja, ja, natürlich sind wir flexibel. Ja. Ich wollte einen netten, ruhigen Abend hier verbringen. Ach, du bist jetzt auf Sendung. Wir machen es mal genötigt. Ihr habt es überstanden. Nein, Scherz. Das war es jetzt nun, ne? Von eurer lauschigen Event-Comedy der Woche. Jetzt wisst ihr ja, es heißt nicht mehr TV-Lernsender NRW, sondern NRVision. Mein Favorite-Name. Danke euch WLAN und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt der Bundesmoderator on Air. Ja? Denn ich kann euch raten. Tschüss.